Ja, und sehr schwer getan. Aber das ist auch nicht anders zu erwarten in unserer Situation. Man kann jetzt nicht erwarten, dass wir jede Gegner an der Wand spielen. Erste Halbzeit hat man die Mannschaft so ängstlich agiert. Dann hat man gemerkt, oh, wir wollen nicht verlieren. Zweite Halbzeit war okay, obwohl wir immer noch viele Dinge nicht richtig machen. Aber da bin ich auch noch da. Der Trainer muss ja auch noch ein bisschen zu arbeiten haben. Aber wenn man sieht, mit was für Truppen wir hier spielen und wie viele Junge da drin sind, dann macht das schon Spaß. Da war wieder zwei reingekommen, die jetzt das erste Oberligaspiel haben. Es macht Spaß, aber es kostet auch sehr viel Nerven, muss ich sagen, da draußen. Weil man doch manche Dinge dann von außen sieht, wie man besser machen könnte. Aber ich habe ja selber gespielt, ich weiß, wie das ist. Der Trainer ist nie was recht. Wir haben 7 Punkte. Wer hat das erwartet? Von daher sind wir erstmal zufrieden, aber wir haben noch viel Arbeit.